du. Natürlich geht das nicht, wenn Google tot ist. Okay, Nina. Scheiße, dass Gegner tote Gruppen wieder einfangen dürfen. Das sollte nicht sein. Nein, ach Gott. Kannst du mich auch wieder beleben. Er wird definitiv gleich Gugi hauen. Das ist einfach so. Naturgesetz. Okay. Und noch kommt ein Bär. Doch er stirbt schon wieder theatralisch. Ah Gott, jetzt muss... Ich meine nicht, dass er stirbt jetzt. Das ist auch besser in Frage 3, oder? Okay, interessant. Haben wir auch mal die Kampfanimation dazu gegeben. So, jetzt ist das Team schon auch wieder ein bisschen gebrauchbar. Doch, wenn man dann einfach mal nur einen dekorativen Status einnimmt. Genauso viel Damage mit 4, nur dass ich ein weniger zu heilen habe. Läuft, würde ich sagen. Mach einfach viel Glück. Das wäre noch bis zu Englisch, bis 130 Euro. Am Anfang absolut immer und mittlerweile einfach nur noch Mittelklasse-Kämpfer, muss ich sagen. Alter, hör doch auf, so viel Schaden zu machen. Mit dem Kopf geschissen. Fucking 50 Schaden. Ich hab den Angriff. Was ist da los? Oh, ich hab die Form. Ich hab so trotzdem noch 500 Euro. Das ist nur mehr Mana als einfach. Auch schon der Kopf und so weiter, aber der erste, der wirklich voll geheilt hat. Und das war's schon. Natürlich, natürlich. Es ist so. Na gut. Bitte versuchen wieder zu heilen. Oh. Ja, ist versteinert. Das ist die Vorstufe zu heilen. Das habe ich schon wieder versucht. Und? Steht er jetzt auf? Wo bin ich? Ja, das kann funktionieren. Ich bin wieder normal. Hey Leute, es hat funktioniert und das mit dem Fliege und dem Fröschen war nicht völlig umsonst. Puh. Gut, ein Problem weniger. Ich hätte schon gedacht, nie wieder ich selbst sein zu können. Bitte lass mich im Gegenzug die Brücke für dich reparieren. Dauert auch nur 5 Minuten. Ich bin wie Frankie aus One Piece. Danke, vielen Dank. Bitte ruhe ich hier etwas aus, bis die Brücke repariert ist. 3 Wochen später. So. Jetzt das erste einmal, als allererstes, vernünftiges Team zum Kämpfen. Jetzt kriege ich hier noch einen Anfall. Alter, die hat schon 200 Leben in dem Paladin gemacht. Jetzt. Die holt aber richtig gut auf die Frau. Hä? Ach, 200 AP. Leben hat 250. Ach, ich schon. Kommt jetzt 120 auf 200 Leben in 4 Leben. Ich bin so dumm. Hast du den Flötenbauer getroffen? Eine Flöte könnte sich eines Tages als nützlich erweisen. Okay. Oh. Hey, was machst du eigentlich? Und das ist zwar nicht mehr verrückt, aber er zeigt Zeichen seines Alters. Ist dann der andere der Fliegenbauer?
Ist er denn in der Höhle wohnen? Den Bauermann. Sieht eine gute Strecke zwischen Burg und der Flöte durch. Nein, das ist auch immer der Flötenbauermann. Er will mir keine Weiber, will mir keine Flöte geben. Ja, hab ich. Ich weiß, dass das könnte, aber. Ich muss mal warm, das war ein vielen Dank. Jetzt sollte ich mir das mal irgendwo aufschreiben, wo die Spezialkriterien irgendwie sind. Möchtest du meiner Flöte lauschen? Es ist wahrscheinlich die beste, die ich hier gebaut habe. Nicht unter dem Bett. Weil fremde Leute deine Flöte klauen dürfen. Du nimmst Maestro. Damit kommen wir wahrscheinlich in der Musikerstadt weiter. Okay, die Brücke im Tal. Dann geh weiter, bis du Skandre erreichst. Ich möchte jetzt mal Skandre erreichen. Dann kommen wir zu der Musikerstadt. Da wahrscheinlich auch irgendein Party heute sein. Hast du schon wieder eingeschlafen? Was ist denn mit dir los? Kannst du nicht mal aufhören zu nerven? Du hast deinen Zauber gebrochen, aber mich wirst du nicht bekommen. Ich habe mit dem Therapeut geredet und meinte, jetzt ist so ein Drop. Ich das ist hässlich. Okay. Wie viele Bosskämpfe haben wir in den letzten halben Stunden gehabt? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Gehörnte Krötel auf Doom des motherfucking Kröten-Omnibuses, keine Ahnung. Ja, da haben wir schon mal einen seiner, ich nenne sie mal Schergen, der dann hinter uns. Die sind ja nicht, das ist super. Wir müssen das machen, was. Ich weiß nicht, wie das. Ich muss mal wirklich mit dem nachgucken, wie sich das mit dem Damage von Karns Fusion zusammensetzt, weil das ist echt. Das ist nicht schön, das wollen wir auch so nicht. Das kostet nämlich scheiße viel Mana, wenn er immer so viel auf den wenn wir mit 6 Mana heilen und gleichzeitig nur eine 20 Mana heilen kriegen. Unverhältnismäßig, da kann ich auch Boots zugeben. Ach du Scheiße! Was fällt dir ein, auf Mina zu springen? So scharf, dass du auch so weit. Ach, egal. Anderes Thema. Scheiße. Ja, das kannst du machen, das tut er auch gar nicht. Das ist so laut, 6-mal so viel Damage kriegen. Trotz Defensivzauber ist es so unglaublich. Ja, ich glaube, so ein Kurare 1 lohnt sich schon fast bei ihm, nachdem er so 2 Hits abbekommen hat. Ich hätte halt so gerne, dass Mina und unsere Fusion da, dass die noch ein bisschen mehr Damage abhalten. Aber der kriegt jetzt eine 15er Heilung. Wo Ryu gerade mal eine 50er Heilung braucht. Also 50 Lebenheilung mit einer 15 Mana Heilung. Ihr wisst doch, was ich meine. Warum muss ich euch das immer wieder erklären? Das ist so ein So, komm. Und wo auch immer wieder. Aber diesmal nur 15. Und der nächste Heilung. Alle einfach mal jetzt richtig so. Hier, da, in mir und Kreis und Daumen, Daumen, Daumen. Das wird ein bisschen mehr tun, aber das ist ja nur leicht tödlich. Fast 200 Schaden. Also, ich glaube, ich bin auch defensive. Das war auch magische. Erstmal mal 2 auf dich selbst. Du kreist an. Und du machst mal Kurare 3 auf unseren Freund quasi hier. Ein bisschen Verschwendung, aber ein bisschen viel zu alt, dann muss man nie das Ach bitte, wirklich, ich meine wirklich.
darfst mal. Oh, wirklich, Komma 2. Stressig. Stirb halt einfach. Das ist unglaublich. Ich habe Rio jetzt zweimal gehalten, sind 150 und die anderen kriegen nur auf die Fresse. Okay, jetzt kriegt er schon mehr. Dann muss er auch ab und zu mit der Gegner machen. Da. Alter, das ist wieder. Das sind Werte, die gehen ja kurz vor Ende. Ich glaub's nicht, mein Teleport hat gelogen. Ich dachte, ich wäre viel stärker. Bleib motiviert dich selber. Die Brücke ist fertig. War was? Überquellenweise weiter aus Gände. Ich bin jetzt erstmal heilen. Das kotzt nämlich schon wieder richtig. Leben. Was doch den zwei. Das macht nicht das, was Leben 1 macht. Wie kommt auf 200 Leben? Alter. So, 9er Stack mal, Kräuter mal eben verbraucht. Nebel. Wir wollen nicht den Nebel vergessen. Ich will jetzt eigentlich nur schnell das Dorf hin und dann ist auch wirklich Schluss mit der Aufnahme. Das ist nämlich schon wieder eine Viertelstunde geworden aus einer Stunde mal eben. Leute! Nein, das ist doch die falsche Taste. Das wissen wir doch beide. Ich habe so viel Geld gemacht jetzt eben. Das ist so unglaublich. Ich habe das Gefühl, ich laufe falsch. Ich laufe jetzt ganz zurück und werde dann sehen, ich bin richtig gelaufen, weil oben geht es gar nicht weiter und unten auch nicht. Das stimmt sogar. Ich habe schon wieder einen ganzen Nebel verbraucht. Ich will nicht herlaufen. Naja. Das ist halt so, wenn man die Welt erkundet. Und was sag ich? Fake and gay. Wo kommt der Lauf rein? Okay. Aber da oben schon noch diesen Wasserdings? Ich glaube nicht. Ein Baum, den möchte ich eigentlich nochmal anklicken. Ich krieg doch langsam Hunger. Geht gegen Mittag. Ah, ich nehme schon wieder vormittags auf. Was? Wo bin ich gelandet? Was bist du und warum bin ich. Warum laufe ich dir daher? Mein Bruder Mauch war sehr mutig und hat gut gekämpft. Doch Mutter war zu da. Mutter ist da, da hat man wohl in die Traumung eingesperrt. Bitte hilf ihm. Okay, das könnte unsere nächste Quest werden. Ist das hier Skarn? Dann sagt man mir auch nie, wie das alles aussehen soll. Ne? Ist das ein neues Dorf? Oder geht im Hintergrund Anti hier auf? Ja, für euch macht das keinen Zusammenhang haben. Aber für mich. Ach, Tipps, so retten sie verlorene Daten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt das Anti-Ding hier seht. Mach es einfach mal weg. So. Ah, nee. Nein. Ich hab mir wieder Escape gedrückt und damit Vollbild ausgelöst. Jetzt so kurz vor Schluss so ein bisschen Fail. Das ist doch schön, ne? Voll. Was sind das denn für Weirdo-Pflanzen? Das ist eine Höhle. Und die geht auch wirklich richtig tief rein. Da müssen wir wahrscheinlich dann ihrem Bruder helfen. Wahrscheinlich ist das auch Skarren, die wir in die Tänzer... Nein, wir gehen in die Tänzerstadt. Wir gehen. Krakenmoor, das wird wahrscheinlich das sein, wo wir gerade waren. Interessant. Wir gehen nämlich hier hin.
in die Stadt, wo wir gerade eben herkommen. Werden wir speichern. Nächstes Mal machen wir uns auf zur Tänzerstadt mit unserer Flöte. Mal gucken, was wir da reißen können. Und dann helfen wir Mogu. Scheißgegähne. Entschuldigung dafür und ja, ich hoffe, wir können den allen helfen, aber nacheinander. Es geht, wir können uns nicht zerreißen. Davon abgesehen, hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ihr euch langweilig ist, guckt euch noch andere Videos von mir an oder lasst es sein, das ist mir auch egal. Wir sehen uns wahrscheinlich spätestens morgen wieder und bis dahin, tschüss Leute.